So. Nee, noch geht's nicht ganz los. Also Wok und so, beziehungsweise die Bobbahn und sowas, die kennt ihr ja alle tatsächlich, Rundrodeln und sowas. Aber das hier habt ihr auch noch nicht gemacht, oder? Das ist völlig neu. Wir haben vorhin auch unsere Trainingszeit verpasst. Wir sind dann gleich runtergeschossen. Wir rocken das trotzdem jetzt. Ja. Auch sehr optimistisch. Ja, klar, wird. Ich habe alle gedrillt, das wird. Ja, und auf die Nase aufpassen natürlich. Was ist hier mit den beiden Heavy Tones, wenn ihr hier versagt für TV Total? Sagt der Puffi, wir suchen mal vielleicht neue Bläser. Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Wir geben alles hier. Wir wurden auf jeden Fall gedrillt bis zum geht nicht mehr. Wir sind hier quasi nur Masse, die von Laura und Kevin geformt wurde. Ich habe das vorhin gesehen, wie du die Jungs gedrillt hast. Also viel Spaß, die Bahn ist frei. Mal sehen, ob jetzt nochmal ein Weltrekord kommt. Das letzte Team, Deutschland 1. Also die beiden Olympiasieger in der Mitte. Oh, das sah richtig klasse aus. Und Kevin bringt natürlich auch einiges an Masse auf die Matte. Und eine 4,88. Das ist auch eine klasse Zeit. Die drittbeste. Die drittbeste Zeit. Es hat genau an der Kante abgesprungen. Gut gelandet. Gute Energieübertragung. Laura Neuter, also die Damen. Bob-Olympiasiegerin. Kevin Kuske ja schon in den Trainerstab gewechselt und dementsprechend konnte er natürlich gute Trainerarbeit leisten. So, ja, also man hat hier gemerkt, beim Vierer-Wok-Qualifying sind die Zeiten ein bisschen enger als beim Einer. Wir können uns mal jetzt das Endergebnis genau angucken. Also, am schnellsten Weltrekordzeit, USA, wie zu erwarten, eigentlich schon fast langweilig, aber die haben tatsächlich die schnellste Zeit mit 4,73 erlangt, ist auf Platz 1. Deutschland 2, Zoll minus Karriere ist mit 4,82 auf 2, 3, eben gerade gesehen, Deutschland 1 auf der 4, Worldwide Wok 1 mit Knossi. Vielleicht eine kleine Überraschung. Dann Deutschland 3 auf Platz 6. Dann Worldwide Wok 2. Irland wieder nur eine 7 von Joey Kelly. Aber am schönsten finde ich das hier. Kelly, 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 Kelly. Das sieht immer wunderbar aus. Aber alles sehr, sehr knapp. Dann ein bisschen Abstand zu Platz 8. Die Türkei, die hat nur 7,22. Auf 9 ist dann Mallorca und Platz 10 Polen. Und hier heißt es auch natürlich zwar hier letzter Platz auf 10, aber morgen dann beim Viererwok werden sie als erste starten, der reine Ladies Walk. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, denn wir haben es ja schon öfter mal gesagt, hier ist es eigentlich ein Nachteil, als erste zu starten, dann lieber weiter hinten, wenn es noch kälter geworden ist und die Bahn richtig präpariert. So, das war es jetzt eigentlich schon hier vom Qualifying. Mir bleibt noch gar nicht weiter viel zu sagen, außer morgen leider hier vor Ort. Es gibt keine Karten mehr. Wir sind komplett ausverkauft. Das wird eine Riesenstimmung hier sein. Aber Sie können sich das natürlich schön zu Hause angucken. Können sich vielleicht auch einen kleinen Kakao machen und einfach 20.15 Uhr Finnland 8 Pro 7 einschalten hier zur großen TV Total Wok WM 2022. Natürlich ist Ron Ringgut wieder dabei als Kommentator. Icke wird wieder dabei sein und Sophia Tomalla wird am Ziel sein und dann unsere Wok-Athleten, die Wahnsinnigen, in Empfang nehmen, wenn sie denn auch heil runtergekommen sind. Das war's von meiner Seite aus. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's mit dem Qualifying von zum TV Total Wok WM 2000 und ich spuck die ganze Zeit. Bis morgen, ich freue mich. Tschüss.